Das war wirklich der dümmste Smartlock-Test, der mir hier in die Finger gekommen ist. Einige von euch haben mir den Galileo-Beitrag geschickt. Und wenn ich nicht wüsste, wie illegal es ist, im Fernsehen einen Test zu kaufen, ohne das als Werbung zu kennzeichnen, würde ich sagen, das war ein gekaufter Test. Und ich habe deren Testsieger noch nicht mal selber ausprobiert. Aber es ist so offensichtlich gewesen, wer den Test gewinnen soll. Sie haben das Nuki, das Tidi und das Switchbot Smartlock ausprobiert und haben bei Nuki und Tidi Sachen kritisiert, die auf das Switchbot Smartlock auch zutreffen, haben beim Switchbot Sachen gelobt, dass es dafür auch Tastenfelder mit Fingerabdruck gibt und man das nicht mit dem Handy steuern müsste. Moment, ich zeige euch mal was. Hier, Nuki Keypad. Mit Fingerabdrucksensor. Nuki Keypad ohne Fingerabdrucksensor, dafür mit Dreck. Und ein Tidi Keypad. Gibt es auch normal zu kaufen, ist jetzt nicht die sauberste Recherche, würde ich sagen. Ich habe mir das Switchbot-Ding jetzt mal bestellt und wenn ihr wollt, dass ich das mal unabhängig nachspiele, dann liked und abonniert den Kanal.